sagt, Bier trinken ist auch politisch. Denn wir brauchen nicht nur eine Agrarwende, wir brauchen auch eine Ernährungswende. Und wir brauchen nicht nur Bauern, wir brauchen auch Bäcker und Brauer. Und hier ist einer von ihnen, Biobrauer vom Bodensee, von der Brauerei Clemens Herle, ausgezeichnet, Deutscher Nachhaltigkeitspreis, Gottfried Herle. Schön, dass Sie da sind. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben es satt. Diese tiefe Enttäuschung über die derzeitige Landwirtschaftspolitik teilen nicht nur Tausende von Bäuerinnen und Bauern in unserem Land, nicht nur Millionen von Verbraucherinnen und Verbrauchern, sondern auch viele, viele Bäcker, Metzger, Käser, Brauer, Fruchtsaft und andere Handwerker, die sich tagtäglich um gute und gesunde Lebensmittel bemühen. Lebensmittel, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, die diesen Namen auch tatsächlich verdienen. Keine künstlichen Nahrungsprodukte aus dem Chemielabor, sondern authentische, ehrliche Speisen und Getränke. Kein Erdbeerjoghurt ohne Erdbeeren, sondern wohlschmeckende Zubereitungen aus heimischen Zutaten. Keine Nahrungskonserven, liebe Freundinnen und Freunde, mit einem Zutatenverzeichnis, das beinahe das halbe Etikett ausfüllt, sondern frische, handwerklich gefertigte Produkte für eine gesunde Ernährung. Um diese hochwertigen Lebensmittel herstellen zu können, brauchen wir Bäuerinnen und Bauern, die ihre Äcker und Wiesen möglichst naturarm bewirtschaften. Also Bäuerinnen und Bauern, die ihr Heil nicht in einer immer intensiver betriebenen Landwirtschaft und Massentierhaltung suchen, sondern Bäuerinnen und Bauern, die ihre Zukunft in einer möglichst naturnahen Landwirtschaft sehen. An der Seite dieser Bäuerinnen und Bauern stehen wir. Und mit diesen wollen wir vertrauensvoll und langfristig und vor allem fair zusammenarbeiten. Liebe Freundinnen und Freunde, wir wollen unsere Lebensmittel nicht aus Getreide oder Gemüse herstellen, das mit dem Pflanzengift Glyphosat behandelt wurde. Es geht dabei nicht nur um unsere menschliche Gesundheit, sondern um die Insekten und die Bienen, um die Artenvielfalt und um die Qualität unserer Böden und unseres Grundwassers und damit um unser langfristiges Überleben überhaupt. Gutes Brot, leckere Nudeln oder bekömmliche Biere vertragen kein Glyphosat. Dieses Gift hat weder auf unseren Äckern noch in unseren Nahrungsmitteln etwas zu suchen. Und deshalb ist es ein dreister Skandal, liebe Freundinnen und Freunde, wenn unser noch Landwirtschaftsminister Christian Schmidt in Brüssel dieser chemischen Keule zu einer weiteren Zulassung verhilft. Gott sei Dank ist die Gentechnik momentan nicht auf dem Vormarsch in Europa. Doch Vorsicht, liebe Freundinnen und Freunde, je größer die Chemiekonzerne werden, die Fusion von Bayer und Monsanto lässt grüßen, umso machtvoller wird deren Einfluss in Brüssel und hier in Berlin. Diese Megakonzerne wollen die Macht vom Acker bis zum Teller. Und in den großen Nahrungsmittelkonzernen haben sie enge Verbündete. Nestle, Unilever und andere warten nur darauf, bis die Abneigung der europäischen Verbraucher gegen Gentechnik-Lebensmittel verschwindet. Das dürfen wir nicht zulassen. Gerade wir kleinen und mittleren Lebenshandwerker sind existenziell darauf angewiesen, dass auch künftig gentechnikfrei erzeugte landwirtschaftliche Produkte in hoher Qualität zur Verfügung stehen. Deshalb Hände weg von einer Aufweichung der Gentechnik-Kennzeichnung und Zulassung, meine Damen und Herren. Doch auch jenseits der Gentechnik versuchen die großen Agrar- und Lebensmittelkonzerne alles, und dies meist hinter den Kulissen, um ihre Macht und ihren Einfluss auszudehnen. Es ist kaum ein Jahr her, als die beiden internationalen Biergiganten Heineken und Carlsberg beim Europäischen Patentamt mehrere Braugerstensorten aus konventioneller Züchtung unter Schutz stellen ließen und damit allen Landwirten und Brauern nur gegen Zahlung von fetten Lizenzgebühren erlaubt ist, diese Sorten zu erzeugen und daraus Bier zu brauen. Dieser Vorgang ist absurd, liebe Freundinnen und Freunde.
Niemand darf sich unsere Ernährungspflanzen und unsere Nutztiere über Patente aneignen. Egal, ob es um Braugerste, Reis oder Schweinerassen geht. Patente auf konventionell gezüchtetes Saatgut gefährden die globale Ernährungssicherheit und die Existenz von vielen tausenden Landwirten und müssen deshalb verboten werden. Auch wenn es um Subventionen geht, liebe Freundinnen und Freunde, haben die Lebensmittelkonzerne gerne ihre Hände im Spiel, auch wenn das in der Öffentlichkeit nur selten registriert wird. Was bei der Förderung der landwirtschaftlichen Betriebe gilt, ist auch in der Lebensmittelwirtschaft gang und gäbe. Die Großen sahnen ab. Oder versteht jemand von euch, weshalb Deutschlands größter Milchkonzern, das Deutsche Milchkontor mit den Marken Milram und Humana, im Jahr 2016 fast 22 Millionen Euro an Agrarsubventionen kassiert hat? Und weshalb der fast Monopolist Südzucker mit 1,8 Millionen Fördergeldern aus den landwirtschaftlichen Subventionstöpfen bedacht wurde? Wir brauchen dringend eine radikal andere Förderpolitik. Diejenigen, die ihre Felder und Äcker naturnah bewirtschaften und für die Artenvielfalt sorgen, haben ein berechtigtes Anrecht auf Fördergelder. Diejenigen aber, die auf Massentierhaltung setzen und unsere natürlichen Lebensmittelgrundlagen gefährden, sollten schleunigst aus den Subventionslisten gestrichen werden. Und Nahrungsmittelkonzerne haben darauf gar nichts zu suchen. Wer den Wert, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, von Lebensmitteln wirklich schätzt und deren Bedeutung für unser Leben, vor allem auch für das Leben in den unterentwickelten Regionen dieser Welt anerkennt, der spekuliert nicht damit. Getreide, Reis und Milchprodukte sind keine Edelmetalle oder Aktienkurse. Sie sind auch kein virtuelles Spielzeug für durchgeknallte Investmentbanker oder Börsenbroker. Sie sind die Grundlage für unsere menschliche Existenz und gehören nicht in die Hände von Spekulanten. Deshalb ist es höchste Zeit, liebe Freundinnen und Freunde, Zockereien mit Lebensmitteln und Agrarprodukten ein für alle Mal zu verbieten. Trotz all dieser gefährlichen und bedrohlichen Entwicklungen lassen wir uns nicht entmutigen. Heute sind wir hier viele Tausende, die diese Form von Agrarpolitik im wahrsten Sinn des Wortes satt haben. Im ganzen Land sind es Millionen, die nicht mehr billiges, antibiotikaverseuchtes Fleisch aus Massentierhaltung essen wollen. Die gentechnisch veränderte Lebensmittel ablehnen und wirklich wieder Erdbeerjoghurt mit echten Erdbeeren genießen wollen. Die gerne auf glyphosathaltiges Bier verzichten und ihr Gemüse wieder auf dem Markt oder direkt beim Bauern kaufen. Diese Menschen sind unsere Verbündeten und mit jedem Lebensmittelskandal werden es mehr. Und diese Menschen erkennen und schätzen, was die vielen tausenden Bäuerinnen und Bauern, Lebensmittelhandwerker und kleinen Hersteller tagtäglich auf den Tisch bringen. Hochwertige, qualitativ hervorragende Lebensmittel, die im Einklang mit der Natur erzeugt werden. Und das ist unsere Stärke. Vielen Dank, meine Freundinnen und Freunde.